Frankfurt jedenfalls ist vorbereitet auf eine weitere Nacht mit vielen gestrandeten Passagieren. Mehr zum Winterwetter und wo Sie mit Neuschnee rechnen müssen, können Sie auf dem Wetterradar sehen auf heute.de. Im Auswärtigen Amt gibt es möglicherweise eine neue Schmiergeldaffäre. Mitarbeiter mehrerer deutscher Botschaften sollen unrechtmäßig Einreisevisa erteilt und dafür Schmiergelder kassiert haben. Nach Informationen des Spiegel geht es um Vertretungen in Osteuropa, Afrika und Südamerika. Das Außenministerium bestätigt, dass bereits mehrere Ortskräfte fristlos entlassen wurden. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt. Das Parlament von Venezuela hat Präsident Chavez eine Sondervollmacht für die nächsten 18 Monate erteilt. Chavez kann damit weitgehend ohne Zustimmung des Abgeordnetenhauses regieren. Er selbst hatte vor einigen Tagen um dieses Sonderrecht gebeten. Als Begründung gab Chavez die Überschwemmungen der vergangenen Wochen an. Die Opposition warf dem Präsidenten vor, er verwandle das Land mehr und mehr in eine Diktatur. Als letzten Diktator Europas bezeichnen viele Alexander Lukaschenko.